Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Day of the Tentacle. Ich habe jetzt festgestellt, wir können doch vor die Tür gehen. Obwohl es am Anfang nicht ging. Weil jeder hier draußen rumläuft, bin ich dann nochmal hingelaufen und habe versucht, ob wir die Tür jetzt öffnen können. Und jetzt ging's. Hust. Egal. Und ich habe hier noch was gesehen, was wir noch nicht entdeckt hatten. Ein Aushilfe-Gesucht-Schild. Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Traumjob. Können wir das mitnehmen? Sehr schön. Help wanted. Das ist schon mal Progress. Mit dem Brief bin ich noch mit mir am Hadern, ob wir den jetzt wirklich in der Vergangenheit so abschicken sollen oder nicht. Keine Ahnung. Wir schauen zuerst mal vor der Tür, was es dort noch so gibt. Und ich habe immer noch die Kotze und den Groschen im Hinterkopf. Klingt eklig, ist aber so. Tentakel wird Vizepräsident. Helme sauer. Okay. Ach, da ist der. Der steht in der Vergangenheit, steht der ja hier hinten hinterm Tresen. Toter Cousin Ted, alter Bekannter aus Teil 1. Und hier ist auch der Briefkasten. Okay, wir haben Optionen, wir haben Optionen. Jetzt erstmal den angucken. Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Ein Vogelbad? Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Ich hätte doch Ted angesehen, oder? Hey, Ted. Gesprächig wie immer, was, Ted? Bernhard, hast du da wirklich eine Antwort erwartet? Junge, ich habe dich seit 5 Jahren nicht gesehen. Der wird nicht antworten, er war in Teil 1 schon tot. Du hast dich nicht verändert. Weißt du, du bist ein bisschen wie mein Freund Hoagie. Warum? Er ist Roadie bei einer Heavy Metal Band. Ich rede mit dem, vielleicht antwortet er irgendwann oder es passiert irgendwas. Du weißt nicht zufällig, wo die Steuerfahnder Dr. Fred hinbrachten, oder? Ja, darauf hätte ich auch gerne Antwort. Ist der jetzt aus dem Spiel raus oder gibt's den noch irgendwo? Ich glaube, sie verhören ihn oder sowas. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Nett. Sollte keine Beleidigung sein. Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. So langsam wurde es nämlich ziemlich strange. Was ist das Rote da hinten? Ah nee, das ist nur ein Stück Mauer. Okay, da ist Wasser. Was gibt's hier sonst noch? Briefkasten, gucken, öffnen. Er ist zu. Ja gut, dann machen wir den auf. Ist aber nichts drin, okay. Wasch mich. Wir haben noch, irgendwo haben wir doch Bürste und Wasser und so. Aber was macht er da? Mann mit Skimaske. Hast du das? Er sieht gestresst aus. Hi. Erschreck mich nie wieder so. Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Wenn ich das mal so glauben sollte. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich habe da Ersatzschlüssel drin. Hier, vielleicht sind das deine Schlüssel. Wo? Gib her. Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Mist! Hm. Wer trägt denn auch schon so viele Schlüssel mit sich rum? Vielleicht dieser? Wer trägt denn auch schon so viele Schlüssel mit sich rum? Ich hab so das Gefühl, der wollte das Auto klauen. Mist!
Vielleicht dieser. Es ist wirklich dreckig. Mist. Sollen wir versuchen, das zu waschen? Weil wir hatten noch mit... Genau, mit Hoagie haben wir Bürste und Seifenlauge. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Ach stimmt, weil Wasser drin ist. Aber bei ihm vor der Tür war doch auch irgendwie so ein Auto-Dingsbums, mehr so kutschenmäßig. Vielleicht müssen wir das waschen, damit unser Auto dann sauber wird. Genau, das war doch, glaube ich, auch dreckig. Er ist total verschmutzt. Können wir das sauber machen? Dumm-di-dumm. Wir können... Oh. Ah, Blitze. Sieht nach einem großen Sturm aus. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Genau, er mit seinem Drachen. Hey, Ben. Oh, du bist es. Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist... offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Zurück zum Zeichenbrett. Was für ein Genie. Wo ist der jetzt hingegangen? Wo war sein Zimmer? Muss uns ja jetzt, denke ich mal, irgendwas geholfen haben. Nee. Wo bist du zu Hause? Hier ist die Fahnenlady. Ah, da ist er. Stimmt. Ah, und da hatten wir doch irgendwie in dem Spiegel so irgendwie, da ist eine Nachricht. Ah nee, das war nur ein Kaffeefleck oder so. Wir quatschen zuerst mal mit ihm. Hi. Keine Zeit. Ich mache Geschichte. Dann schau mal in den Spiegel. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Ja. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Ja, dann weiß ich noch nicht, was es damit auf sich haben soll. Aber er hat jetzt keine Zeit für uns. Es muss nur irgendwas gebracht haben. Wir gehen nochmal zu Bernhard zurück. Ah, der Kofferraum ist jetzt offen. Es ist wirklich dreckig. Ich wollte Kofferraum. Leer. Was hat ihr da jetzt rausgenommen? Zack, gehört das Auto scheinbar. Können wir sonst noch irgendwo hingehen? Ah ja, hier war das kontaminierte Wasser. Das hat man im Intro gesehen. Stillgelegte Rohre. Welch schönes, klares Wasser. Ja, zwischendrin leider mal nicht. Das sieht einladend aus. Ja, so wirklich weiter kommen wir da jetzt nicht. Aber mit der Brechstange habe ich jetzt Hoffnung, dass wir dort Dinge tun können. Zum Beispiel was vom Boden loskriegen. So, machen wir mal Benutze. Brechstange mit Groschen, das muss gehen. Ja, das war ja easy. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Lecker. Aber ich will immer noch die Kotze haben. Aber vielleicht können wir mit der Münze jetzt mal diese Massagefunktion von dem Bett nochmal aktivieren, damit wir irgendwie an diesen Pulli rankommen. Ich weiß zwar nicht, was ich mit dem Pulli will, aber manchmal... das jetzt wirklich abgelegt. Aber manchmal ist man froh, wenn man einfach schon mal was looten kann. Wow, Bernhard, du bist, der war am Boden und das schon länger. Pfefferminz, Bah, pfui.
Also, wir haben einen Pulli. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Ja, dann nehmen wir den mal mit. Bäh, tropfnass. Wir hätten Zugang zu einem Trockner, aber da brauchen wir auch Geld für. Können wir irgendwie das wieder rauspuppeln? Nicht gut drauf? Einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Ja, aber kriegen wir unsere Groschen da wieder raus? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Können wir den mit dem Kaugummi wieder rauspopeln oder so? Besser nicht. Shit, weil für den Trockner brauchen wir auch Geld, weil er gesagt hat, dass er so nass ist. Also nicht, weil ich wüsste, warum ich den Pulli trocken haben will. Aber es wäre was, was wir tun können. Können wir jetzt den Automaten mit der Brechstange? Ja? Kommt da ein bisschen Kleingeld bei rum? So ein bisschen? Okay. Ein bisschen Kleingeld. Also war der Kaugummi vielleicht eher wichtig an der ganzen Sache und nicht der Groschen. 1968. Du sollst das nur looten. 1974. Oh Junge. Oh, 1977. Später am Tag, viel, viel später. Oh Bernhard, du bist das Klischee eines Klugscheißers. Anders kann ich das jetzt nicht sagen. Aber damit sollten wir jetzt den Trockner in Gang kriegen und unseren Pulli trocknen können. Juhu, wir haben was zu tun. Wow, Bernhard. Kannst du mal bitte? Danke. Ab zum Trockner. Oh mein Gott. Dann denken wir nochmal über die Kotze nach. Das ist so ein Trauma von mir, dass das mit der Kotze, das hatte ich früher auch nicht so ganz, also mit der Kotze in diesem Spiel, nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob ich die jemals runtergekriegt hatte. Aber das war furchtbar lustig. Ha, Kotze, Kotze, Kotze. So auf dem Schulhof und so. Wieder später am Tag. So, haben wir jetzt einen trockenen Pulli? Das wird ziemlich lange laufen. Ich habe eine Menge 50er da reingesteckt. Du Trottel. Ich meinte einen 50er. Wenn 25 Cent 30 Minuten sind, dann... Bernhard, wow. Können wir das irgendwie ausmachen? Es geht nicht. Es geht nicht. Vielleicht muss Laverne in der Zukunft den Pulli rausholen. Also 200 Jahre später. Wie viel hast du da reingeworfen, du... Depp. Okay, vergiss das mit dem Pulli. Was machen wir jetzt? Ich bin immer noch an dem Thema Kotze dran. Wir gehen mal nochmal zum Tentakel. Dort hatten wir die Musik angestellt und dann kam die Kotze halb runter. Aber kann man das irgendwie nochmal lauter stellen oder so? Weil wir hatten dann nochmal die Musik angemacht, aber das hat dann nichts mehr verändert. So räumlich gesehen hängt die Kotze, glaube ich, eher hier an der Decke. Können wir die Box rüberschieben? Ja gut, das bringt mehr Vibrationen auf den Boden. Ich dachte jetzt eher da hinten hinschieben. Aber ja, egal. Mach mal bitte an. Wow, das ist laut. Ah, sie ist unten. Wir haben Kotze. Wir haben Kotze. Hui. Ich weiß zwar nicht, was wir damit machen sollen, aber wir haben die Kotze von der Decke gekriegt. Oh mein Gott. So, Kotze bitte mitnehmen. Das war mir jetzt ein inneres Bedürfnis.
So. Aber wir hatten ja draußen die Mumie gefragt, wo sie den Professor hingebracht haben von der Steuerfahndung. Wir schauen uns mal im Haus um, aber eigentlich müssen die den ja irgendwo mitgenommen haben. Vielleicht fällt mir beim Umsehen noch irgendwas anderes ein. Also hier hatten wir mal den Hamster reingesetzt, aber das hat irgendwie nichts verändert. Dafür brauchen wir halt noch einen echten Diamanten. Dafür brauchen wir ordentlich Zaster auf unserem Schweizer Nummernkonto. Wir arbeiten dran. Vielleicht kommt noch ein Geistesblitz. Also den haben wir jetzt darunter gekickt. Das fühlt sich richtig an. Da haben wir jetzt gerade mit Tentakel. Wir gehen mal nochmal hoch. Mit der Eistruhe haben wir halt noch nichts gemacht. Ja, hier haben wir den Hamster genommen und die Briefmarke haben wir von ihm bekommen. Hier hatten wir das mit der Überwachung gemacht. Sagtest du, du hättest dort eine PP41 dies und jenes Erklärung liegen? Nein. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Hä? Cindy. Ach ja. Was glaubst du, was die Dodgers machen? Ich meine, es macht Sinn, weil der Tisch vorher keine Bewandtnis hatte, aber... 28% unter Normal. Warum ist die Steuerfahndung hier? Trotzdem sind sie seit Mai um 3 Punkte gestiegen. Ich habe bemerkt, dass sie sich nach einem Flugball ganz gut machen, wenn der Werfer links ein... Was gibt's? Seid ihr Brüder? Bei der Steuerfahndung sind wir alle Brüder. Was habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Wir haben ihn nebenan sicher verstaut, während wir seine Bücher prüfen. Nein, du kannst ihn jetzt nicht sehen. Und denk nicht mal dran, irgendwie zu versuchen, ihn zu retten. Wer ist euer Schneider? Sehr witzig. Ich schaue mich nur um. Bleib sauber, Junge. Aber ist das ein W390B-Sinnreport? In das Nein, Zimmer es ist wieder ein 561AB unangenehme Dinge-Bericht. Hey, da kannst du nicht reingehen. Aha. Ist das ein... In das Zimmer kamen wir von außen. Von wo? Da sind wir aufs Dach geklettert. Wo war denn das nochmal? Da hatten wir zuerst die Kurbel genommen und dann sind wir dort wieder durchs Fenster und sind dann von oben wieder nach unten gelaufen. Wie war das nochmal? Wir müssen... Präsident krank, Tentakel übernimmt. Ich habe das Sagen. Wow, die Welt geht unter. Bernhard, wir haben es eilig. Wir müssen aufs Dach. Da hatten wir nämlich diese eine Kurbel da eingesackt. Die da. Die. Wie war denn das noch? Ah, waren wir nicht durch den Kamin geklettert? Genau, so war das. Genau. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Da hatten wir hier die Kurbel genommen. Und da sind wir, glaube ich, durchgeklettert. Ja. Tada! Oh Gott, was ist mal mit dir gemacht? Scheint ziemlich stark zu sein. Wenn mal Laverne hat doch ein Skalpell. Kannst du mal bitte wieder aufs Klo gehen? Juhu, Mr. Tentacle Guy! Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. So, und dann sollten wir das Skalpell an Bernhard spülen. So, kannst du dann das Skalpell...
Skalpell. Ah, da. Benutze Skalpell mit Seil. Lieber nicht, mein Pfadfinderleiter hat mich davor gewarnt. Junge, wir müssen die Welt retten. Warum nicht? Können wir den irgendwie da rausziehen? Nichts passiert. Ah, nee. Es ist nur das Seil. Nee, das Bett gibt's auch als Punkt. Können wir das Bett irgendwie drücken? Ich will mich nicht überanstrengen. Können wir das Bett ziehen? Ich will mich nicht überanstrengen. Können wir das Bett benutzen? Wo war der Bettanker da? Keine Zeit dafür. Das ist eine Rettungsaktion. Ja, ich weiß ja noch nicht, wie wir ihn retten sollen. Wenn du ihn nicht freischneiden willst. Können wir das Skalpell mit dem Bett? Lieber nicht. Mein Pfadfinderleiter hat mich davor gewarnt. Oder hatte ich das nicht mit dem Seil benutzt? Lieber nicht. Mein Pfadfinderleiter hat mich davor gewarnt. Junge, du bist so kompliziert. Okay, also wir haben hier Bett und Seil als Ankerpunkte. Aber was sollen wir damit jetzt machen? Können wir irgendwas mit der Gabel machen? Besser nicht. Können wir das Seil abfackeln? Hey, das ist kein Spielzeug. Ich weiß, aber... Brecheisen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich fände das eine sehr gute Idee. Falls dann nämlich weitergehen würde. Also Skalpell hatten wir. Aber ich hatte halt noch eine andere Idee. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Ja, weil George ja unser Präsident sein, also der Präsident der USA sein wird, zumindest aus seiner Sicht. Und vielleicht können wir den zumindest mal in den Verbesserungskasten reintun, damit wir dann irgendwo einen Staubsauger in der Zukunft zur Verfügung haben. Das versuchen wir jetzt mal. Auch wenn wir gerade mit der Rettungsaktion nicht so weiterkommen. Muss man flexibel sein. Wir kriegen ihn schon irgendwie da wieder los. So, können wir das in den Verbesserungskasten reinmachen? Hat zwar nichts mit Feuer zu tun, aber vielleicht hilft's uns. Geht das? Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Ja. Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Ihr seid ein bisschen kompliziert, Jungs. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh. Hier ist ein Vorschlag. Da steht, George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Wisst ihr überhaupt, was ein Staubsauger? Genau. Wisst ihr das überhaupt? Ja, aber Staubsauger, der sah ein bisschen gigantisch aus. Der steht jetzt in der Gegenwart im Keller.
Ja, wir gehen jetzt in die Pause. Ich werde mal hier nochmal alle möglichen Dinge an ihm probieren. Da gibt es ja doch noch ein Guckloch. Mal gucken. Und dann gehen wir zum Staubsauger gucken. Ist versprochen. Also, bis gleich.